Hallöle. Ich berichte mal hier über eine WLAN-Antenne oder WLAN-Projekt, was ich mal selber gemacht habe. Und zwar eine Dosenantenne oder auch Hohlleiterantenne genannt, wie auch immer. Das ist eine Richtantenne für WLAN. Kann man sich ganz leicht selber bauen. Und wie folgt müsst ihr das tun. Also, ihr holt euch so einen billigen Ständer, so ein Stativ besser gesagt, von Teddy für 1 Euro. Dann holt euch für 1314 Euro kostet so ein WLAN-Modem, das nennt sich RTL, dieses kleine. Ist hier unten mit einem USB-Verlängerungskabel verbunden, dann später zum PC führt. So. Und damit kann man die Richtwirkung der Antenne, also die Empfangsstärke, verdoppeln, verdreifachen, besser als die gekauften Antennen, die ihr da so kriegt in den Geschäften. Die versprechen immer mehr, als sie wirklich was bringen. Und die Antenne bringt wirklich was. So, und 4 cm ist die Antenne vom Bodendeckel entfernt. Muss man es also reinpacken oder reinstecken, wie auch immer. Dann ist hier unten diese Schraube halt damit befestigt von dem Stativ, dass die Dose drauf bleibt. Da kann man sich die Ideen entsprechend verdrehen in verschiedenen Richtungen. So, jetzt schließe ich mal die Antenne an. So, dann hört man gleich sofort die ganzen WLAN-Stationen, die sich da melden. Wohlan steht die Antenne jetzt nur im Zimmer. So, das habe ich verbunden. Jöp. Jetzt hört man schon die ersten. Jöp. Die sieht man jetzt auch. So ein bisschen. So, jetzt stelle ich die Antenne einfach am Fenster hin, um mal zu sehen, wie die Lage in Deutschland ist. Die Station empfange ich jetzt schon alle. Jetzt drehe ich nochmal einfach am Fenster rum. So. Je nachdem, wie man die Antenne hält. Je nachdem, wie man die Antenne hält, wie schon gesagt, man etliche Stationen mit. Manchmal meine ich, da nimmt kein Ende. Aber was soll's. So, dann kann man die so einfach vors Fenster stellen. Die Antenne nach draußen. So, das dazu. Ja, noch eine Station. Also die Antenne erhöht die Reichweite vom WLAN unwahrscheinlich. Die Entfernung ist ungefähr, was ich schon mal so mit dem Handy getestet habe über WLAN, ja, 500, 600 Meter und mehr. So, das dazu. Und dann aus dem ersten Stock. Kann ich nur sagen, viel Spaß beim Basteln und viel Spaß beim Empfangen. MFG, der Commander Tüskes.